Kollege, du beginnst deinen Dienst auf dem 82652 als RB33 von Bremerhaven Hauptbahnhof bis Cuxhaven. Rüste nun erstmal dein Fahrzeug auf, schalte Sicherungssysteme dazu und lasse die Fahrgäste rein. Bis zur Abfahrt hast du noch 5 Minuten Zeit. Vorher kommen wir eh nicht los, da der RE8 ja auch noch vor uns rausgeht. Gute Fahrt und damit heiße ich euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Train Simulator 2019 mit mir, den Philipp. Ja, ich möchte euch heute eine Strecke zeigen, die es schon seit längerer Zeit nicht mehr zum Downloaden gibt, aber ich sie noch auf der Platte hatte und mal wieder gefahren bin. Vor einiger Zeit schon und jetzt auch das Szenario hier von TrainFE, was ich gestern schon gefahren bin. Was sehr schön ist, die Landschaft ist wirklich sehr schön. Das ist eine Strecke, Projekt Niedersachsen-Bremen. Das ist, glaube ich, die 2017er-Version, die wir hier fahren, meine ich. Ist auch egal, tut nichts zur Sache. Und wir fahren von Bremerhaven nach Cuxhaven mit der EVB. LB Weser Verkehrsbetriebe heißt das, glaube ich, oder so in der Art. Wenn ich nicht richtig liege, korrigiert mich bitte, wenn einer das weiß. Und wir fahren mit dem Lind 41, BR 648 mit Morphe Sound Update natürlich mit enthalten. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Zunächst einmal müssen wir hier den Schlüssel reinstecken. Motor an. Update habe ich mir auch installiert. Link zum Szenario in der Videobeschreibung. Bitte beachtet, diese Strecke gibt es nicht mehr zum Download. Auch eine Weitergabe meinerseits ist nicht möglich, deswegen bitte ich von Anfragen abzusehen. Ich wollte sie halt euch mal zeigen. Cuxhaven. Ja, wie ihr hört, habe ich auch das Sound-Update für die 146.0 von Linus F. installiert. Hier noch ein kleiner Hinweis. An diesem Samstag, den 15. Juni, plane ich einen Livestream mal wieder für euch zu machen. Beginn wäre so 17 Uhr. Steht aber noch nicht fest, also könnt ihr euch schon mal so vormerken. Infovideo gibt es dann, wenn es soweit ist, dann an Freitag, den 14. Train Simulator 2019 wird wieder gefahren. Ich denke mir mal, wenn diese Woche die 218 rauskommen, werden wir die dann auch fahren. Und ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Wenn diese Woche die 218 rauskommt, gut, ich bin in der Schulung. Freitag komme ich ja wieder heim. Das passt ja, da kann ich sie mal vorführen. Vielleicht kommt ja Freitagabend noch ein letzter Test von mir raus. Muss ich halt mal gucken.
Unterbrechung, ich musste gerade telefonieren. Genau, ja, wie gesagt, am 18. Juni soll ja auch die Zusi 3 Aerosoft Edition rauskommen. Mit der Strecke Köln-Düsseldorf und soll auch ein richtig großes Update für Zusi 3 kommen. Da bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie es in dieser Richtung da weitergeht. Ich werde euch auch, so gut es geht, auf dem Laufenden halten. Wir haben auch schon Ausfahrt, HP2. Mit einem ZS3 Kennziffer 6. Ausfahrt ist hier mit 60 angegeben. Und wir können losfahren. Abfahrt. Bremerhaven liegt an der Strecke Bremen-Bremerhaven-Cuxhaven. Der Abschnitt von Bremerhaven-Lehe bis Cuxhaven ist nicht elektrifiziert und wird, wie gesagt, hier von der EVB betrieben. Ich finde es auch sehr schön, dass der Ferdi sich ja an die Strecke nochmal rangesetzt hat und ein Szenario veröffentlicht hat. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie in der RB33 Nummer Dom nach Cuxhaven. Originalansagen sind auch verbaut. Aber die Strecke ist an sich wirklich sehr schön. Man kann hier wirklich viel fahren. Man kann hier auch über Bremerförde nach Buxtehude fahren. Und nach Bremen und den Moorexpress und die Strecke Cuxhaven-Stade Hamburg. Die Regio S-Bahn Bremen. Ja, der 500er fehlt hier. Deswegen, ich bin schon etwas früher. Ah, wir können wunderbar. Zack. Bin ich mal echt gespannt, was für Zusi 3 da noch kommen wird. Ja, wie gesagt, Köln-Düsseldorf, dann soll er das Netz um Aachen kommen, habe ich ja schon gesagt. Und 2018, auf die freue ich mich richtig schon. Endlich eine vernünftige Streckendiesel-Lok. Weil die von DTG und von Rail Traction, die kannst du echt in die Tonne hauen. Absoluter Müll. Nächster Halt, Bremerhaven-Lehe. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zum Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Thank you.
Tür auf. Blind, EVB, Nordseebahn, immer wieder. Was wir dann im Livestream, denke ich mal, fahren werden, wenn es soweit ist, auf jeden Fall die 218. Dann natürlich wieder die BR425. Und mal gucken, was noch so kommt. Vielleicht Niederlande, weiß ich nicht, wenn Interesse besteht. Dann sollt ihr auch mitentscheiden. Aber kein England, um Gottes Willen, da fahren wir nicht. Ich will keinen Tee trinken. Geradeaus geht's in die Abstellanlage Bremerhaven-Lehe. Zack. Stehen 440er abgestellt wieder. Dildo-Züge. Steht der RE8 aus Hannover. Ja, der Grund dafür, dass die Strecke es nicht mehr gibt, ist, dass sich der User auch komplett sich da verabschiedet hat, die ganzen Downloads runtergenommen hat und E-Mail-Adresse ist ja auch nicht mehr verfügbar. Und ja, bei der Strecke gab es ja, wie gesagt, einige Ungereimtheiten, wie zum Beispiel, dass da viele gemeckert haben, ah, da fehlt der 500 da, da fehlt das. Das ist nicht so ganz richtig, aber gut. Dafür, dass ich Freeware war, da konnte man einige Abstriche ja machen. Aber gut, wie gesagt, wir sind halt zu sehr verwöhnt von Strecken wie Münster-Bremen, Berlin-Leipzig und natürlich Konstanz-Villingen, Freiburg-Basel und natürlich Moseltalbahn. Deswegen, das ist halt ein ganz anderer Standard. Aber gut, das, was hier gemacht wird, das machen die Leute in der Freizeit halt. Ne? Ich hätte dafür nicht die Geduld, eine Strecke zu machen. Ich habe dafür auch keine Zeit. Ich fahre dann eher lieber. Und ein Ründchen oder so, das entspannt immer.
Ja, wir müssen hier noch einen Güterzug passieren, denn die Strecke wird gleich kurz eingleisig. Für uns sowieso, aber das Gleis trennt sich dann zum Containerbahnhof. Cuxhaven. Ich sage auch mal gern Cuxhaven. Noch ein schöner Ort, Cuxhaven. War ich leider noch nicht gewesen. Und zack. Jetzt sind wir auf der nicht elektrifizierten Strecke nach Cuxhaven unterwegs. Kommen viele Pfeiftafeln. BÖ4-Signal auch genannt. Jetzt können wir einen richtigen Geschwindigkeitsrausch hier. Gemütlich. Schön durch Norddeutschland, wie man es kennt. Reizvoll. Flach. Ist durchgekreuzt, gilt nicht. Ganz gut mehr an.
Nächster Halt, Bremen. Zack. Oh, hat er noch gepasst. War ein bisschen zu schnell. Letztes Mal hat das besser geklappt. Ausfahrt Bremen, ist halt Novum. Scheiß 40 hier, du. Auf dem Abschnitt hier fährt auch der Elend bereits.
Vielleicht wird hier auch makrofoniert, was das Zeug hält. Darum kreuzen wir den Gegenzug. Kurzpause. Der auf. Nordsee. Heute gemütlich. Naja, was heißt gemütlich? 100. Ja, das Soundupdate für die 146 habe ich bereits auch getestet. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ein sehr schöner Sound geworden. Ja gut, ist halt nur innen, ne? Also außen ist derselbe. Aber gut, der Lokführer sitzt ja meistens auch. Oder sitzt innen. Höchstens er macht das Fenster auf, dann hört man den Außensound ein bisschen. Aber gut. Ja, wie gesagt, bin mal echt gespannt, wann die ersten Repaints veröffentlicht werden für den 425. Weiß ich gar nicht. Dürfen die nicht hier veröffentlicht werden oder so, weil ich habe ein paar Bilder gesehen, so Saarland und Hartmann habe ich gesehen, die sehen wirklich sehr gut aus. Für Trains in World gibt es ja auch nichts Neues. Das habe ich nicht anderes erwartet. Der Editor ist auch noch nicht da. Ja,
mal kurz die Karte zeigen, wo wir gerade sind. Wir sind gerade hier, da kommt ja auch gleich schon der Gegenzug. Hier kann man zum Beispiel hier nach Bad Beda-Kesa fahren. Die Strecke, die ja hinter Bremerhaven hier rechts abgezweigt ist. Dann kann man hier zum Beispiel fahren über Bremerförde nach Bremerförde. Dann hier mal den Moorexpress nach Osterholz-Scharmbeck. Und natürlich hier nach Bremen. Um weiterzufahren vom Bremerförde nach Buxtehude, da braucht man die Niederelbebahn. Die habe ich auch noch auf meiner Platte. Da gibt es auch ein Szenario von Buxtehude nach Bremerförde. Auch mit dem, ich glaube, Nord, auch EVB-Lind meine ich, ne? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall mit dem Lind von Railtraction. Da kommt der Gegenzug auch mit zwei Einheiten BR648. Nächster Halt, Nordholz. Railtraction habe ich gesehen, da ist irgendeine Strecke da im Bau. Ich bin mal gespannt, was das für eine Strecke ist, oder weiß ich gar nicht. Kann mir da wirklich nichts drunter vorstellen. Ja, und das S25-Add-on von Berlin kommt irgendwann mal, vielleicht noch dieses Jahr, ich glaube auch dieses Jahr noch. Das wird auch richtig cool.
fährt kein Zug mehr an. Richtig schöne Strecke, wie man es so aus Norddeutschland kennt.
bisschen zu früh gekommen. Snotterns. Ein paar Häuschen in einer idyllischen Landschaft. Vor allem, wenn die 218 erstmal rauskommen, da kann man ja die ganzen Szenarios, die mit der Rail Traction 218 oder so, einfach ersetzen. Man mit der Katze auch gar nicht bremsen, mit der RT 218, das geht gar nicht, genauso wie die DTG-Lok. Ist halt Cuxhaven.
Coffee für einen Lind. Massig. Auf jeden Fall ein sehr schönes Szenario. Hat mich dazu gebracht, die Strecke mal wieder auszupacken und sie euch zu zeigen. Weil diese Standard-Szenarios, die kannst du da nicht fahren. Bin auch sehr überrascht mit Originalansagen. Ja gut, die Barstation hat er selbst eingesprochen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist schön kombiniert. Strecke muss ich mal in echt mal mitfahren. Cuxhaven kommt schon. Ja, von hier aus gehen Schiffe nach Helgoland rüber und in andere Himmelsrichtungen. Mit der Bahn kann man hier entweder wieder zurückfahren nach Bremerhaven-Bremen oder über die Niederelbebahn nach Stade, Buxtehude und Hamburg. Zweigleisige, nicht elektrifizierte Niederelbebahn aus Hamburg-Stade, die ab Stade bis Hamburg elektrifiziert ist. Nächster Ausfahrt. Dieser Zug wird nach Hamburg. Wir bitten alle Fahrgäste,
Tab drücken. Ah, EVB 26 steht hier noch. So, wir erreichen Cuxhaven, das Ende unserer Fahrt auf der Strecke Bremerhaven-Cuxhaven. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar unterschreibt. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Start in die neue Woche, denn Pfingstmontag, ab morgen ist wieder Dienstag. Und bis dahin noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Station. Bierbrunnen, ja, das hört sich immer gut an. Und mitnehmen. Zack. Das war unser Lind. 41 BR648. Und tschüss. Ach, schade, den Hafen kann man hier nicht sehen. Naja, egal.